Hallo und willkommen zurück bei Spuren in der Zeit. Wir waren auf dem Leipziger Südfriedhof und haben diesen wunderbaren Ort auf uns wirken lassen und versucht für euch unsere Eindrücke mitzunehmen. Bitte bedenkt, dies ist ein Friedhof. An einem solchen Ort soll das Gedenken herrschen, die Erinnerung. Der Ort ist malerisch, aber bei unserer Freude an diesem Park haben wir jederzeit darauf geachtet, dass wir ihn mit absolutem Respekt behandeln und sehr rücksichtsvoll mit der Umgebung umgehen. Der Leipziger Südfriedhof ist der größte in Leipzig und existiert seit 1886. Er wurde in Form eines Lindenblattes angelegt, da der ursprüngliche sorbische und auch polnische Name für Leipzig der Ort, an dem die Linden stehen, war. Lipa ist sorbisch für Linde, Lipsk auf Polnisch. Mehrere bedeutende Leipziger Persönlichkeiten, beispielsweise Lene Vogt, die Schriftstellerin, haben hier ihre letzte Ruhe gefunden. Der Friedhof ist aber auch heute noch eine Bestattungsstelle. Die Bepflanzung ist auf immergrüne Böhmasche ausgelegt, sodass wir sogar jetzt, trotz Schnee, noch inmitten von grünem Gebüsch uns unseren Weg suchten. Und zwischen diesen Bäumen fanden wir immer wieder versteckte Grabmäler, die uns mit ihrer Schönheit in den Bann zogen. Mitten in der Stadt kann man dort auch Eichhörnchen, Hasen und wohl sogar Rehe sehen. Aber es sind nicht nur die offensichtlichen Grabmale, auch Bäume, die zum Gedenken an ein Familienmitglied gepflanzt wurden, tragen zur Atmosphäre bei. Und zudem Denkmäler für die Menschen, die in den Jahrhunderten zuvor ihr Leben ließen. Eine Erinnerung an die Vergangenheit. Wir haben es nicht einmal geschafft, den ganzen Friedhof anzusehen. So weitläufig ist er. Es ist so friedlich dort. Obwohl der Friedhof direkt an einer Straße ist, ist er losgelöst von der Stadt darum herum. Und um euch vielleicht einen Eindruck von diesem Ort mitzugeben, möchte ich diese Erzählung diesmal mit einem Zitat abschließen. Doch um die Ecke kommt uns vor, da steht noch ein geheimes Tor zu Pfaden, die wir nie gesehen. Es kommt der Tag, da muss ich gehen und ungekannte Wege ziehen, wohl Mond vorbei und Sonnen hin, von J.R. Tolkien. Wir, euer Team von Spuren in der Zeit, wir wünschen euch alles Gute.